Heute Nachmittag haben wir das Vorrecht, uns im Sinn einer Einführung mit dem ersten Johannesbrief zu beschäftigen. Das Thema ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Der erste Johannesbrief warnt vor Irrlehren, die die Wahrheit der Person des Herrn Jesus Christus massiv angriffen. Du hast bekannt, dass zum Beispiel die Vertreter der mystischen und moralisch-freiheitlichen Gnostikerbewegung damals den Herrn Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person leugneten. Der erste Johannesbrief macht deutlich, wer in dieser Weise den Sohn Gottes leugnet, ist ein Antichrist. Griechisch Antichristos. Das bedeutet einer, der sich gegen Christus stellt. Das ist die Bedeutung von Anti. Allerdings ist zu sagen, dass Anti im Griechischen auch bedeuten kann, anstelle von. In Matthäus 2 heißt es von einem Sohn, der an die Stelle seines Vaters Herodes trat als König. Und da steht im Griechischen auch Anti, anstelle seines Vaters Herodes. In diesem Sinn kann Antichrist auch bedeuten, jemand, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und gerade 1. Johannes 2, Vers 18 spricht ja über den noch zukünftigen, kommenden Antichristen, der wird sich ausgeben als der verheißene Messias Israels und wird sich darum an die Stelle des Herrn Jesus Christus setzen und wird nicht nur so gegen Christus wirken, sondern eben auch Christus ersetzen wollen. Und darum wird der Antichrist in der Offenbarung als das zweite Tier aus der Erde, Offenbarung 13, Vers 11, beschrieben wie ein Lamm. Aber eben, diese Irrlehrer werden genannt Antichristen, solche, die sich gegen Christus stellen. Der erste Johannesbrief macht weiter deutlich, wer im Gegensatz zu diesen Irrlehrern den wahren biblischen Jesus kennt und Gemeinschaft mit ihm hat, mit ihm, dem ewigen Sohn Gottes, der hat automatisch auch Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Der wahre und unverfälschte Glaube an den Sohn Gottes wirkt sich aber, erläutert Johannes, aus durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort und durch Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das werden wir deutlich sehen, wie sich das wie ein roter Faden durch den Brief hindurchsetzt, diese wichtigen Auswirkungen des wahren Glaubens. Treue, Gehorsam und Liebe zu den Geschwistern. Der Autor des ersten Johannesbriefes ist offensichtlich der Apostel Johannes. Er nennt zwar seinen Namen nicht in dem Brief, aber wir haben das frühchristliche Zeugnis, zum Beispiel von Polycarp. Polycarp war noch ein Schüler, kann man sagen, von dem Apostel Johannes. Der kannte ihn persönlich. Er lebte von 70 bis 155 nach Christus. Und er hat uns das Zeugnis hinterlassen, dass eben der Apostel Johannes diesen Brief verfasst hat. So haben wir also das Zeugnis eines Menschen aus der Lebzeit von Johannes. Dann auch Justin der Märtyrer, ein Zeuge im 2. Jahrhundert, bestätigt das auch. Ebenso Irenäus, der war seinerseits wieder ein Schüler von Polycarp. Er lebte 140 bis 202 nach Christus. Übrigens, Irenäus war lange in Lyon. Ich war gerade vor kurzem dort, in Lyon, hatte dort Vorträge. Das ist also die Stadt, wo Irenäus in sehr direkten Beziehungen noch stand zu dem Apostel Johannes, eben in der Frühzeit schon das Zeugnis für Christus in Frankreich aufrechterhielt. Ja, dann Clemens Alexandrinus, er lebte von 150 bis 215, bestätigt das auch, sowie Tertullian, ein bekehrter römischer Jurist, er lebte 160 bis 220. Und so haben wir also ganz eindeutige Zeugnisse über die Autorschaft des ersten Johannesbriefes.
Es ist ja so, dass ein Buch als von Gott inspirierte Autorität anerkannt werden konnte, mussten zwei Bedingungen erfüllt sein. Nach Epheser 2, Vers 20 ist ja die Kirche, die Gemeinde, bestehend aus allen Erlösten, sie ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so hat man nur Bücher, die von einem Apostel Jesu Christi, das heißt von einem der Zwölfe, die direkten Nachfolger Jesu Christi waren und eine besondere Autorität von Christus selber bekamen, diese 12 Apostel für Israel, die 12 Stämme Israels, mussten Autoren sein, oder der Apostel Paulus, der durch die direkte Begegnung mit dem Auferstandenen als Autorität für die nicht-jüdischen Völker eingesetzt wurde. Das war die Bedingung. Ein Buch konnte nur anerkannt werden, wenn es von diesen, aus diesem Personenkreis stammte. Oder von Propheten, die ihrerseits durch die Apostel anerkannt waren. Und deshalb hat man das Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, das waren ja keine Apostel, aber das waren Propheten, die durch die Apostel anerkannt waren. Und weiter auch Jakobus, der Bruder des Herrn, der hat den Jakobusbrief geschrieben, Judas, Bruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hatte. Das waren keine Apostel, aber eben Propheten, anerkannt durch die Apostel. Nur solche Bücher konnten anerkannt werden. Und all die Fälschungen aus dem 2., 3. Jahrhundert, die hat man alle verworfen. Ganz eindrücklich, heute aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, die frühen Christen haben sich nicht in einem einzigen Fall täuschen lassen. Die haben alle Fälschungen aufdecken können. Mit Thomas-Evangelium, Judas-Evangelium, das waren übrigens gnostische Schriften. Und von den Gnostikern wird ja gerade gewarnt im 1. Johannesbrief. Von denen werden wir noch mehr hören. Die haben sie alle verworfen und als Fälschungen aufgedeckt. Fälschungen unter falschem Namen. Und heute, in einer sogenannten aufgeklärten Zeit, fallen die Leute millionenweise auf Bücher herein wie Sakrileg, das sich eben auf diese gefälschten gnostischen Evangelien abstützt. Heller Wahnsinn, ja? Sagt man doch immer, da die Leute früher, die waren noch unaufgeklärt und ein bisschen dumm und die glaubten alles, ja? Die haben jeden Irrtum aufgedeckt. Und die Leute heute, die lesen einen Roman, um zu wissen, wie es wirklich war vor 2000 Jahren. Also, meine Kinder, die wissen doch, dass wenn man etwas wissen will, dann muss man ein Sachbuch holen, nicht einen Roman. Ja. Also, darum ist es eben sehr wichtig, dass dieses Zeugnis, auch für den 1. Johannesbrief, er stammt von dem Apostel Johannes. Und das ist ganz klar verbrieft. Und aus dem Brief selber geht hervor, der Schreiber ist ein Augenzeuge von Jesus Christus. Und er gehört zum Kreis der Apostel. Ja, das wollen wir Gott mal genauer anschauen. Wir schlagen auf, ich lese die Eingangsverse. 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf das auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Ja, also da haben wir gesehen, mehrmals wird hier in diesen Versen bezeugt, der Schreiber hier hat gesehen. Zusammen mit anderen Augenzeugen. Er hat Jesus Christus gekannt und er verkündigt ihn als Augenzeugen, aber auch als Ohrenzeuge, was wir gehört mit unseren Augen gesehen haben. Und sie haben sogar so direkten Kontakt mit Jesus Christus gehabt, dass sie ihn auch berührt haben. Also sie haben ihn angetastet.
Sie haben wirklich erlebt, Jesus Christus war also ein echter Mensch, nicht irgendein Geistwesen. Ein echter Mensch, da auf Erden gegenwärtig. Er spricht von wir. Und in Kapitel 4, Vers 6, macht er sich eins mit all den Aposteln, die von Gott, von Jesus Christus eine direkte Autorität bekommen haben und sagt, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Da schließt sich Johannes mit all den Aposteln zusammen. Nicht mit den Adressaten, denn von den Adressaten sagt er in Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder. Ja, ihr. Und in Vers 6 sagt er, wir, das sind die Apostel. Er sagt, wir sind aus Gott und wer Gott kennt, wer aus Gott ist, der hört auf sie, auf die Apostel. Für den sind sie wirklich Autorität. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 10 zu den Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Also wer die Apostel ablehnt, der lehnt damit auch Jesus Christus ab. So hat der Herr seine Autorität nach Matthäus 10 direkt den Aposteln übertragen. Wir sind die Adressaten. Das Schreiben richtet sich ohne genauere Angaben an Wiedergeborene. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es nämlich, und da wird eine wichtige Absicht des Briefes gerade klar, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also, es geht um solche, die haben ewiges Leben, die durch die Wiedergeburt das Leben aus Gott bekommen haben. Und zwar kann man sagen, an Wiedergeborene, die schon länger oder erst seit kurzem im Glauben standen. Denn die Adressaten werden allgemein genannt Kinder. Zum Beispiel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder. Oder in Kapitel 2, Vers 12. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Alle sind Kinder, ja? Und zwar Kinder Gottes. 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Aber diese Kinder werden in drei Reifestufen unterteilt. Sie werden angesprochen als Väter, Jünglinge und Kindlein. Sieht man das? 2, Vers 12 nochmals. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Und dann wird aufgesplittet, Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. So dann, ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und so dann, ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Kindlein, vielleicht ist es in gewissen Übersetzungen auch mit Kinder übersetzt, aber es ist ein anderes Wort als Vers 12. Vers 12 richtet sich an alle. Technion. Also das ist ein Wort für Kinder. Aber Kindlein in Vers 13 am Schluss ist Paidion. Und meint eben speziell ein kleines Kind. Und darum ist besser Kindlein. Also die Kinder zerfallen in drei Stufen. Väter, die sind schon länger im Glauben. Jünglinge, ja so zwischendurch. Und dann die ganz Jungen im Glauben, das sind die Kindlein. Dann kommt nochmals diese Aufteilung, Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, Mitte des Verses. Ich habe euch Jünglinge geschrieben. Und dann nochmals ganz ausführlich ab Vers 18, Kindlein. Wieder Paidion. Also, das sind diese drei Gruppen. Und 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2 macht zudem deutlich, dass die Adressaten einen jüdischen Hintergrund hatten. Das ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, denn in Galater 2, Vers 8, da hat Paulus als Apostel sich getroffen mit Johannes und Petrus. Er, der Apostel für die Heidenvölker, sie, die Apostel für Israel. Und da wird erklärt, dass sie sich gegenseitig anerkannt haben.
Galater 2, Vers 7 lese ich schon. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut, das heißt das Evangelium für die Nichtjuden, anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, das heißt für die Juden. Denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen, das sind die nichtjüdischen Heiden, gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus, das ist der Bruder des Herrn, dieser anerkannte Prophet, ja, gaben Jakobus und Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Ja, da sehen wir, Johannes, Petrus, die hatten einen besonderen Auftrag im Blick auf diejenigen aus den Juden, während Paulus einen Auftrag hatte, ganz besonders unter denen aus den Heiden. Wobei wir sehen, auch Petrus hat auch in Bezug auf Heiden gewirkt, aber sein Akzent war für Juden und für Judenchristen. Und Paulus ist ja auch in die Synagogen gegangen, um zu predigen, aber sein Akzent war für die Heidenchristen. Und die haben sich also anerkannt, Johannes und Petrus haben dem Apostel Paulus die rechte Hand der Gemeinschaft gegeben, zu sagen, wir sind in völliger Übereinstimmung untereinander. Also Johannes hatte besonders unter den Juden einen Auftrag, und das wird jetzt auch klar aus 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2, wo steht, meine Kinder, also wieder das Wort Technon für Technia, Mehrzahl, das betrifft alle, Väter, Jünglinge und Kindlein. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also er sagt, seht ihr, Jesus Christus ist für uns Gläubige aus den Juden gestorben. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die Gläubigen aus den Juden, auch für alle Gläubigen aus der ganzen Welt. Und darum sagt er nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das hat nichts zu tun mit Allversöhnung. Die Allversöhner sagen, seht ihr, Jesus Christus ist gestorben für die Sünden der Gläubigen und natürlich auch für die ganze Welt und darum werden mal alle gerettet werden. Das ist Unsinn. Nicht nur für uns aus den Juden, sondern überhaupt für die ganze Heidenwelt gilt das Werk Christi. Nun müssen wir noch klären, Zeit und Ort der Abfassung. Es ist so, am Ende seines Lebens wirkte Johannes in Ephesus. Ephesus war der Hauptort der römischen Provinz Asia, in der heutigen Westtürkei, also gegen das Mittelmeer, etwa so groß wie die Schweiz. Da waren übrigens die Gemeinden nicht nur von Ephesus, sondern auch die Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3, wo Johannes Briefe hinschreibt, außer Ephesus, dann an Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. In dieser Provinz war übrigens auch die Gemeinde von Kolossä, wo Paulus den Kolosserbrief hingeschrieben hat, auch die Gemeinde von Hierapolis, die Gemeinde, die Paulus auch im Kolosserbrief erwähnt. Gut, also Johannes lebte da in Ephesus, das wissen wir aus dem Zeugnis von Clemens Alexandrinus. Er starb im 68. Jahr nach der Kreuzigung Jesu. Das wird so überliefert von Hieronymus, dem Übersetzer der Bibel auf Lateinisch, also der Urheber der Vulgata, um 400 nach Christus. Nun, wenn man nach biblischer Datierung für die Kreuzigung aufs Jahr 32 kommt, 68 dazu, dann haben wir das Jahr 100. Und das stimmt wiederum überein mit einem anderen Zeugnis der frühen Kirche, dass Johannes am Anfang der Herrschaft des Kaisers Trajan gestorben sei.
Und das sind genau die, das gehört genau in die Anfangszeit von 3 Jahren. Noch vorher war Domitian. Unter Domitian war Johannes verbannt auf die Insel Patmos. Und eben unter 3 Jahren ums Jahrhundert, oder im Jahrhundert, starb er dann. Übrigens als der letzte aller Apostel. Und wenn man sich so vorstellt, dass Johannes ein ähnliches Alter hatte wie der Herr Jesus, vielleicht ein bisschen jünger, dann hat er da als alter Mann, sagen wir zwischen 90 und 100, hat er noch gewirkt in der heutigen Westtürkei. Es gibt auch ein Zeugnis der frühen Kirche, dass er, also am Ende seines Lebens, wurde er noch in die Gemeinde getragen und hatte also ein außerbiblisches Zeugnis und hat da jeweils die Gläubigen noch angesprochen mit Kindern und sie zur Treue ermahnt. Also sehr eindrücklich, dieser ganz schlussgebrechliche alte Johannes, der da in die Versammlung nach Ephesus getragen wurde. Ja, und zwar starb er eben im Jahrhundert in Ephesus. Das wird uns überliefert von Polykrates von Ephesus, der geboren wurde 125 nach Christus. Also er stand noch sehr, sehr nahe diesen Ereignissen. Und wie wir noch sehen werden, beschäftigt sich der Johannesbrief eben mit Problemen, die ganz besonders akut waren am Ende des ersten Jahrhunderts. Und so können wir den ersten Johannesbrief auf die Schlussjahren ansetzen, das heißt in die Zeit von 90 bis 100 nach Christus, geschrieben in Ephesus. Und das macht natürlich das Ganze noch viel feierlicher, wenn man sich so denkt, einen etwa 90-jährigen Greis, Apostelgreis, der schreibt, ich zitiere nochmals Vers 1, was von Anfang war. Damit meint er den Anfang, als Jesus Christus gekommen war. Der Sohn Gottes kam in diese Welt und wurde ein wirklicher Mensch und er sagt, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Ja, was wir gehört, das kann noch auch von weit her sein, ja. Aber dann heißt es, was wir gesehen mit den Augen, das ist dann noch direkter. Aber er sagt, was wir angeschaut, das ist ein präzises Sehen, ja. Man sieht noch vieles, oder? Aber anschauen, das ist viel intensiver, was wir angeschaut und schließlich sogar betastet haben. Sie haben ihn berührt. Sie haben ihn gegrüßt. Sie wussten, was der Handschlag des Sohnes Gottes war. Ein richtiger Mensch. Das war kein Geist. Sie haben mit ihm gegessen und getrunken. Ja, also dieses Zeugnis gibt er da weiter, Jahrzehnte später. Wenn man sich vorstellen, also 60, 70 Jahre nach den Ereignissen gibt der Augenzeuge hier nochmals ein Zeugnis durch diesen Brief. Und was noch eindrücklich ist, er sagt, was wir gehört, aber da benutzt Johannes nicht den griechischen Aorist. Wenn man etwas erzählt im Griechischen, dann hat man die Zeitform des Aorists gebraucht. Das ist so wie im Deutschen, wenn wir erzählen, erzählen wir nicht mit, sagen wir, mit Perfekt. Ich bin in den Wald gegangen und habe einen Baum geschlagen, dann bin ich zurückgekehrt und habe mir ein Feuer angefacht. Ja, so erzählt man nicht, sondern man sagt, ich ging in den Wald, ich schlug einen Baum, kehrte heim, fachte das Feuer an, so erzählt man. Ist also der Aorist. Aber wenn man ja eine Erzählung plötzlich das Perfekt braucht im Griechischen, dann hat das etwas ganz Besonderes zu sagen. Das Perfekt bedeutet eine Handlung in der Vergangenheit, punktuell, aber die in ihrer Wirkung noch anhält. Und da sagt er, was wir gehört haben. Und ich höre es jetzt noch in meinen Ohren. Ja, 60, 70 Jahre später hört er gewissermaßen noch die Stimme des Sohnes Gottes von damals. Und dann, wenn er sagt, was wir gesehen, ich sehe es jetzt noch vor mir. Ja? Was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, da ist ein Aorist. Das ist nicht mehr
Das war punktuell damals. Aber was wir gehört, ich höre es jetzt noch. Gesehen, ich sehe es jetzt noch vor mir, vor meinen Augen. So betonte also, er war wirklich ein Augenzeuge von Anfang an. Dieser Neuanfang, der gekommen ist mit dem Erscheinen des Sohnes Gottes in der Welt, das ist ein grundsätzlicher Neuanfang. Also vergleichbar mit der Erschaffung der Welt in 1. Mose 1, wo es beginnt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und da, was von Anfang war, was wir gehört haben. Das ist dieser Neuanfang durch das Kommen Gottes als Mensch in diese Welt. Ja, und dann sagt ihr, wir haben gehört, gesehen, angeschaut, betastet. Und es geht hier um das Wort des Lebens. Er nennt Jesus Christus das Wort. Diesen Ausdruck kennen wir doch aus dem Johannesevangelium, Johannes 1. Im Anfang, das ist der Anfang von 1. Mose 1, ja? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also, dort in Johannes 1 geht es um den Herrn Jesus, der schon da war, bei der Erschaffung der Welt. Das heißt nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern im Anfang war das Wort. Das ist im Griechischen Imperfekt, das drückt das dauernde Sein aus. Ja? Nicht punktuell, sondern fortwährend. Im Anfang, zu diesem Zeitpunkt der Erschaffung der Welt, da war das Wort einfach da. Weil er ewig ist. Ja? Und das Wort war bei Gott. Das heißt, Jesus Christus war in Gemeinschaft mit dem Vater und das Wort war Gott. Jesus Christus ist nicht irgendwie einfach ein besonderes Wesen, sondern er ist wirklich Gott. Und dann heißt es sogar, dass er alles erschaffen hat. Alles ward durch dasselbe. Und da könnte natürlich ein Irrlehrer sagen, ja, ja, gut, natürlich. Er hat alles erschaffen als der Werkmeister von Gott, aber die erste Schöpfung, die es überhaupt je gegeben hat, das ist Jesus Christus selbst. Nein, sagt Johannes, alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mit anderen Worten, es gibt nichts, das irgendwann einmal ins Dasein gekommen ist, das nicht durch Jesus Christus, das Wort, ins Dasein gekommen ist. Damit ist er selber ewig. Denn alles, was jemals geworden ist, ist durch ihn geworden. Ja, und wenn alles durch ihn geworden ist, dann ist er selber nie geworden, sondern er war immer da. Also das ist wirklich der Hammer. Der Vers macht ganz klar, Jesus Christus ist der Ewige, ohne Anfang und ohne End. Und warum nennt er ihn das Wort? Ganz einfach. Weil in den aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments, im Judentum, wenn man in Israel, zum Beispiel in Galiläa, in der Synagoge das Alte Testament vorlas, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, dann hatten viele Galiläer Mühe, das zu verstehen, weil sie Aramäisch sprachen. Und so hat der Meturgeman in der Synagoge diesen Satz sofort nachher auf Aramäisch übersetzen müssen. Er hat wieder einen Satz gelesen, ve haaretz haitatohu vavohu, und dann hat er es übersetzt auf Aramäisch. Und in den aramäischen Umschreibungen hat man den Gottesnamen, Yahweh, der Ewigsein, der Unwandelbare, hat man wiedergegeben mit Memra Adonai, das Wort des Herrn. Das ist also die typische aramäische Umschreibung für den Gottesnamen Yahweh, der Seiende, der einfach ist, weil er die Existenz in sich selbst hat, ohne Anfang, ohne Ende. Und wenn also Johannes sagt, im Anfang war das Wort, dann ist das, heißt das, im Anfang war der Memra Adonai. Und dieser Memra Adonai ist eben der, der alles erschaffen hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Also es ist völlig klar durch diese Ausdrucksweise, dass Jesus Christus Yahweh ist. Johannes 1,1. Und jetzt hier im 1. Johannesbrief nennt er Jesus Christus das Wort wieder. Memra,
das Wort des Lebens. Damit betont er nochmals, das Sein ist in ihm selbst. Er ist das Sein. Er hat selber keinen Anfang. Aber dieses Wort des Lebens ist jetzt Mensch geworden. Und darum sagt er im Weiteren, und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war. Jesus Christus ist das ewige Leben. Er war bei dem Vater und ist jetzt da in die Welt gekommen, wurde uns geoffenbart. Und wir haben eben das gesehen, gehört und das geben wir jetzt weiter. Und wenn ihr das annehmt, dann könnt ihr mit uns Aposteln Gemeinschaft haben. Und die Gemeinschaft, die wir Apostel haben, das ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn man das hat, dann weiß man, was völlige Freude ist. Denn er erklärt in Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Also die höchste, tiefste Freude, die der Mensch kennen kann, ist die Freude, wenn er diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus kennt. Ja, also jetzt ist ein bisschen klar geworden, warum der erste Johannesbrief geschrieben worden ist, was seine Absicht ist, wer geschrieben hat, an wen geschrieben wurde, wann und wo dieser Brief geschrieben wurde. Jetzt muss ich aber noch erklären, was war eigentlich so der besondere Anlass zu diesem Brief? Das geht aus dem Brief selber hervor. Es ist eine Warnung vor Irrlehren. Und zwar Irrlehren, die ganz auf der Linie der Gnosis standen. Ich muss erklären, die Gnosis war also eine Bewegung im ersten Jahrhundert schon und dann hat sie sich sehr stark ausgebreitet im zweiten, dritten Jahrhundert. Das waren Leute, die haben gesagt, wir sind Christen. Wir glauben an Jesus Christus. Ja, und wer ist Jesus Christus für euch? Ja, der Sohn Gottes. Ja, seit wann? Ja, seit er erschaffen worden ist. Ja, er ist nicht der ewige Gott. Nein, sicher nicht. Er ist aus dem ewigen Gott herausgeflossen später. Also muss man sich wirklich klar vorstellen, das waren Christen, in Anführungsstrichen, aber die einen anderen Jesus predigten. Und diese Gnostiker, das war eine Bewegung. Also die konnte man nicht einfach so in einen Korb werfen. Es gab Gnostiker, die sagten das und die anderen ein bisschen das. Es gab keine Systematik drin. Ja, eine verbindliche Systematik. Sehr weit gefächert. Aber Kennzeichen der Gnostiker allgemein sind diese Punkte. Erstens, im Mensch steckt ein göttlicher Funke. Merkt man, wenn die sprechen wie die Esoteriker heute. Ganz typisch. Im Menschen steckt ein göttlicher Funke, der durch höhere Erkenntnis, Gnosis heißt Kenntnis oder Erkenntnis, der durch höhere Erkenntnis wieder entdeckt werden soll. Du musst das Potenzial in dir entdecken. Ja? So haben die geredet. Und höhere Erkenntnis führe zur Erlösung. Die haben gesagt, es ist gut, wenn man gläubig ist. Aber man muss natürlich noch eine höhere Stufe erreichen im Glauben. Also sie haben den Glauben in verschiedene Stufen eingeteilt. Die unterste, das waren einfach die normalen Gläubigen. Und dann konnte man so eine zweite Erfahrung machen, ja? Und da muss es wirklich gerade die Alarmglocke losgehen, wenn jemand von einer zweiten Erfahrung spricht. Das ist ja genau der alte Schnee von gestern. Nun, Johannes setzt in seinem Brief dieser angeblichen höheren Erkenntnis, setzt er die wahre Erkenntnis der nicht-gnostischen Gläubigen entgegen. In 1. Johannes 5, Vers 20 sagt er zum Beispiel, wir wissen, nehmt genau das Stichwort der Gnostiker, wir wissen. Übrigens, auf dem Skript, auf der zweitletzten Seite, habe ich eine kleine Konkordanz mit wichtigen Wörtern aus dem Johannesbrief zusammengestellt. Und da hat man ganz unten das Wort kennen, erkennen, ginosko, kommt 25 Mal in diesem Brief vor. Und ich habe alle Stellen hier aufgeführt. Und am Schluss nochmals Kapitel 5, Vers 20. Wir müssen nicht langsam zu einer höheren Erkenntnis kommen, sagt Johannes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, uns bekehrt haben, an den Sohn Gottes glauben, dann haben wir die Erkenntnis schon. Und darum sagt er, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat.
auf dass wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind. Wir brauchen nicht noch eine, irgendwie noch eine Entwicklung, bis wir da hinkommen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ah, jetzt wissen wir, wer Jesus Christus ist. Dieser bezieht sich auf seinen Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also er setzt diese wahre Erkenntnis entgegen. Und hier übrigens das Wort Verständnis hat uns ein Verständnis gegeben. Das habe ich hier auf der, in der Wörterliste, habe ich das auch aufgeführt. Letzte Seite, zweiter Punkt. Verständnis, völliges Verständnis ist Dianoia. Das kommt hier einmal vor. Also nicht nur Verständnis, sondern Dianoia heißt völliges Verständnis. Das haben wir, brauchen nicht noch mehr, brauchen da keinen Aufstieg. Übrigens die Zeugen Jehovas, die auch die Gottheit Christi leugnen, die sagen dann, dieser ist der wahrhaftige Gott, das bezieht sich zurück auf den Vater, der hier genannt wird, den Wahrhaftigen. Der Wahrhaftige, auf das wir den Wahrhaftigen kennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus und dieser beziehe sich auf den Wahrhaftigen. Ja, dann muss man sagen, dann sollen sie aber noch ein bisschen Griechisch üben. Wir haben ja auch im Deutschen die Hinweiswörter dieser und jener. Ja? Dieser ist auf das Nähere, Näherliegende und jener ist auf das Fernerliegende. Oder wie im Englischen this and those. Aber im Griechischen ist es so, houtos ist das Naheliegende und ekenos ist das Fernerliegende. Und hier steht houtos. Also das Naheliegende ist Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also nicht, er sagt nicht nur, er ist Gott. Ja, und dann könnte man noch sagen, ja, was heißt schon Gott? Göttlich? So, ja. Nein, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Gut, also das ist der erste Punkt. Im Menschen steckt ein göttlicher Funke und so weiter. Aber die wahre Erkenntnis wird der ganz normalen Gläubigen wird da entgegengesetzt. Zweiter Punkt der Gnostiker. Materie ist schlecht. Der Körper ist schlecht. Christus hat deshalb nur einen Scheinleib angenommen, um Erlöser zu werden. Er ist auch nur scheinbar gestorben. Also damit leugneten sie, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Und sie leugneten die Erlösung durch den wirklichen Kreuzestod Christi. Und dem setzt Johannes entgegen, wer nicht bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der wird von einem bösen Geist getrieben und ist selber ein falscher Prophet und ein Antichrist. 1. Johannes 4, Vers 1, da steht das. So, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also sagt, da könnt ihr gleich erkennen, das sind Antichristen. Ich habe noch vergessen zu sagen, Johannes sagt, solche, die in dieser Weise Christus angreifen, gehören nicht zur Schar der Erlösten. In 1. Johannes 2, Vers 19 sagt er nämlich von den Antichristen, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Also sie waren in den verschiedenen Gemeinden, waren die präsent. Und dann haben die diese Lehren vorgebracht und haben die Gemeinden verlassen. Und haben begonnen, mit ihren neuen Lehren über einen neuen Jesus zu, in Anführungsstrichen, evangelisieren. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie gehörten nicht zu den wahren Erlösten. Aber man meinte früher, das seien echte Erlöste, die waren mit in der Gemeinde. Und plötzlich sind sie gegangen. Dritter Punkt,
bei den Gnostikern, der sündige Lebenswandel im Körper, der ja sowieso verächtlich ist, kann der Reinheit des menschlichen Geistes nichts antun. Also wichtig ist sowieso nur das höhere geistige, mystische Erleben. Und das ist für sich rein völlig unabhängig vom Körper. Und darum sagten sie, es kommt gar nicht darauf an, wie man lebt. Also man kann in Unzucht leben, kein Problem, aber Hauptsache der Geist lebt in der geistigen Sphäre, in der direkten Kommunikation mit Gott, ja. Nun, Johannes betont die Wichtigkeit des praktischen Lebenswandels, gemäß den Geboten Gottes. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgendein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also Johannes sagt, wenn jemand sich nicht an die Gebote im Neuen Testament hält, die an Christen gerichtet sind, dann ist er gar kein Wahrgläubiger. Und ein Wahrgläubiger, der hat eben den Auftrag, auch so zu leben, wie der Herr Jesus gelebt hat und wie er uns in den Evangelien vorgestellt ist. Das ist unser vollkommenes Beispiel, dem wir nacheifern sollen, auch in unserem praktischen Leben. Wenn jemand so oberflächlich dahin lebt und denkt, ja gut, so eng muss man es auch nicht wieder sehen, ja, da sagt Johannes, das ist ein Lügner. Er lügt. Also, wer in der Sünde lebt, ist nicht wiedergeboren und ist aus dem Teufel. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ja gut, jetzt könnte jemand echt Probleme bekommen, das haben schon viele bekommen, wenn sie das gelesen haben, wer Sünde tut. Aber ich tue ja auch Sünden. Ja, aber hier ist hilfreich, das griechische Verbalsystem ist so aufgebaut. Es wird grundsätzlich unterschieden, ob eine Handlung punktuell ist oder ob sie fortdauernd ist. Übrigens, diejenigen, die irgendeine osteuropäische Sprache sprechen, Kroatisch oder Serbisch oder Russisch, die kennen das. Das ist dort genau so. Man hat Verbformen, die drücken eine vollendete Handlung aus oder eine fortdauernde. Und das ist im Griechischen genau gleich. Und jetzt hier, an dieser Stelle, haben wir die fortdauernde. Der Sinn ist also der, wer die Sünde fortdauernd tut. Also wer in der Sünde lebt, ist aus dem Teufel. Der wahre Gläubige ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er tief betrübt ist, wenn er sündigt. Und dass er Dinge abbricht und wieder in Ordnung bringt. Aber wer einfach so cool weitergeht, ist das ein Teufel. Ja, und dann der nächste Punkt bei den Gnostikern. Der höchste Gott sei nur eine Person. Es gibt keine Trinität. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist nur eine Person, genauso wie im Islam. Später sei Christus aus Gott hervorgegangen. Und damit wird die ewige Existenz von Christus geleugnet, auch die Gottheit Christi und natürlich auch seine ewige Sohnschaft. Denn die Bibel sagt, dass der Herr Jesus nicht nur dadurch, dass er von Gott dem Vater als Mensch gezeugt wurde, Gottes Sohn ist, sondern dass er von Ewigkeit her Gottes Sohn ist. Und eben in einer Beziehung der Liebe stand als Sohn zum Vater und der Vater zum Sohn. Also sie leugnen die ewige Sohnschaft Christi und damit leugnen sie auch die ewige Vaterschaft Gottes. Das ist ein Schreibfehler hier. Die leugnen der ewigen Vaterschaft Gottes. Und wie gesagt, die Trinität wird geleugnet. Nun, dem hält Johannes entgegen, wer den Vater und den Sohn leugnet, ist ein Lügner, ein Antichrist. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus
der Christus ist. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und Johannes betont, der Sohn ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wie gesagt, 1. Johannes 5, Vers 20. Der nächste wichtige Punkt bei den Gnostikern: die Lehre der Apostel war für sie nicht verbindlich. Und sie waren offen für Privatoffenbarungen. Und dem enthält Johannes entgegen, dass wir nur das glauben sollen, was Christus und seine Apostel von allem Anfang an gelehrt haben. Es gibt kein Fortschreiten in der Offenbarung. 1. Johannes 4, Vers 24. Wir hatten ja gerade noch gelesen, Vers 23. Und jetzt kommt: ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Der Anfang ist eben dieser Anfang. Jesus Christus ist als Mensch in die Welt gekommen, hat seine Apostel eingesetzt. Und nun diese Botschaft, die da gekommen ist, durch Christus und seine Apostel, das ist das, was von Anfang ist. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also ihr braucht nicht etwas Neues. Ihr müsst einfach das festhalten, was von Anfang an gekommen ist. Es gibt keine Neuoffenbarungen, keine Privatoffenbarungen, die da noch etwas hinzubringen. Und in Kapitel 4, Vers 6 nochmals: wir Apostel, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wer nicht die Schriften der Apostel im Neuen Testament und der Propheten als Autorität akzeptiert, der ist nicht aus Gott. Kann man einen Test machen und kann einen Pfarrer fragen: glauben Sie, dass das Neue Testament verbindliche Offenbarung Gottes ist? Und wenn er Nein sagt, dann sagen sie: jetzt weiß ich's. Das ist die volle Schärfe dieses Wortes. Die wahren Gläubigen akzeptieren das, was von Anfang an war im Neuen Testament. Und noch ein letzter Punkt möchte ich erwähnen bei den Gnostikern: es gab viele verschiedene Lehren, kein einheitliches System. Also da konnte man bei dem ein bisschen so hören, bei dem wieder ein bisschen anders, und keine Systematik. Das ist der echte Chaoten, oder? Aber das kennen wir auch von heute, oder? Der eine sagt, ja, das geht so, und der andere sagt, ja, ein zweites Erlebnis, das muss man so und so erleben, und der andere kann das wieder ganz anders erklären. Die haben keine Systematik. Es ist so völlig chaotisch. Aber Johannes spricht von der Wahrheit in der Einzahl. Er spricht immer über die Wahrheit. Zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 6. Er spricht nicht von Wahrheiten, ja, sondern von verschiedenen Wahrheiten. Sondern er sagt: wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und das Wort Wahrheit kommt so oft vor in dem Brief. Ich habe hier noch weitere Stellen angegeben. 2 Vers 4. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Oder 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Die Wahrheit in der Einzahl. Es gibt nicht Wahrheiten. Im 2. Johannesbrief spricht er von der Lehre in der Einzahl. 2. Johannes 1, Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Da geht es auch wieder um Verführer im Zusammenhang. Und die gehen weiter. Ja? Die haben neue Offenbarungen. Da kommt plötzlich Neues dazu. Die gehen weiter, die bleiben nicht. Und das Schlimme ist, also wer weitergeht, hat Gott nicht.
Aber wer bleibt? In der Lehre, nicht in den Lehren. Die Lehre. Und schauen wir mal, wie über ihr Lehren gesprochen wird, zum Beispiel im 1. Timotheus 1, Vers 3. Da warnt Paulus den jungen Timotheus und sagt, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Die anderen Lehren, das sind falsche Lehren. Oder im gleichen Brief, 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten oder in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen. Und da gibt es alle möglichen Lehren und Richtungen, ja? Das ist das Typische für den Irrtum, während Johannes sagt, die Wahrheit, die sie von Christus geoffenbart bekommen haben. Und er spricht von der Lehre des Christus. Ja, und jetzt können wir gleich hier anfügen, etwas über die Aktualität des ersten Johannesbriefes. Der Islam mit heute 1,2 Milliarden Menschen lehrt im Koran bereits, dass Christus nicht Gott ist. Der Koran, der Islam, leugnet die Gottheit Christi. Genau das, was im ersten Johannesbrief als antichristliche Lehre beschrieben wird. Und das muss man sich im Klaren sein. 500 Jahre bevor der Islam entstand. Muhammad kam ein halbes Jahrtausend später und starb dann im Jahr 632 nach Christus. Und da wird gewarnt von solchen, die die Gottheit Christi leugnen. Der Islam leugnet die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung. Ja, weil der Koran sagt, Allah habe Isa, das ist der islamische Jesus, habe Isa im Leib der Jungfrau Maria aus dem Nichts erschaffen. Aus dem Nichts erschaffen. Also Christus ist nicht schon da gewesen und ist Mensch geworden. Der Islam leugnet, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Ja? Und das haben wir schon gesehen in 1. Johannes 4, Vers 1 wird gewarnt, das sind die falschen Propheten. Und der Islam leugnet die ewige Sohnschaft Christi und auch seine Sohnschaft als Mensch. Denn der Koran sagt in der letzten Sure, Allah habe keinen Sohn und habe keinen Sohn gezeugt. Und weiter leugnet der Koran ausdrücklich den Kreuzestod Christi, indem er sagt, ein der ähnlich aussah, sei gestorben. Aber Isa sei nicht gestorben. Und schließlich leugnet der Koran die Authentizität und damit die Autorität der Bibel. In zahlreichen Stellen in den frühen Suren heißt es, dass die Juden und die Christen die Wahrheit abgeändert hätten. Und darum, wenn man mit Muslimen heute spricht über die Bibel, sagen sie, ja, das war einmal gut, aber das ist alles gefälscht. Die Bibel ist nicht mehr das, was sie ursprünglich war. Wäre sie noch ursprünglich, würde sie genau mit dem Koran übereinstimmen. Und also auch die Sohnschaft Christi leugnen. Aber das Dumme ist, wir haben vom Neuen Testament Handschriften aus der Zeit des ersten Jahrhunderts, aus dem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, langweilig, ja? Und dann, also das geht so weiter bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst im 15. Jahrhundert. Wir haben aus jedem Jahrhundert griechische Handschriften des Neuen Testaments und da können wir durch alle Jahrhunderte zeigen, erstmal, die Bibel wurde nicht gefälscht. Wir haben immer noch die gleiche Bibel wie ursprünglich. Und zweitens, die Gottessohnschaft und die Gottheit Christi wurde durch alle Handschriften hindurch, wurde die gelehrt. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Also, wann haben die Christen das geändert, bitte? Das ist ein echtes Problem. Jetzt ist es ein Bumerang. Aber sehen wir, wie aktuell der erste Johannesbrief ist, der nimmt die ganze Problematik des Islams vorweg. Aber der Brief ist aktuell auch im Blick auf die Arianer, die zur Zeit der sogenannten christologischen Kämpfe, 4. bis 5. Jahrhundert nach Christus, die Arianer leugneten die Gottheit Christi und seine ewige Sohnschaft. Also im 3. und 4. Jahrhundert
gab es eine Fülle von Leuten, die kamen und sagten, Jesus Christus ist nicht von Ewigkeit her existierend. Also ist nicht der ewige Gott. Und er wurde erst später Sohn Gottes. Und so sind also diese Kämpfe, Glaubenskämpfe ausgebrochen, nicht mit Gewalt, sondern das waren Kämpfe, wo man mit der Bibel argumentieren musste. Und schließlich ist dadurch das Konzil von Nicäa zustande gekommen. An dem Konzil von Nicäa, 325 nach Christus, wurde bekannt, Jesus Christus ist dem Vater gleich. Und dann im Konzil von Konstantinopel, 382, wurde bekannt, das Bekenntnis abgelegt, auch der Heilige Geist ist Gott. Nicht einfach so eine unpersönliche Kraft. Und schließlich im Konzil von Ephesus, 451, wurde das Bekenntnis abgelegt, Jesus Christus ist wahrer Gott und auch wahrer Mensch in einer Person. Nun, ist ja interessant, in der Reformation haben die Reformatoren gesagt, allein die Schrift. Wir verwerfen das Papsttum als völlig unbiblisch, antichristlich. Wir verwerfen den ganzen Klerus mit den Kardinälen. Wir verwerfen die Autorität der Konzile. Für uns gilt nur die Bibel. Aber interessant, die Reformatoren haben gesagt, sie glauben das Bekenntnis von Nicäa, Konstantinopel und das Ephesus-Bekenntnis in Bezug auf die Person Christi. Und sie haben gesagt, wir glauben das nicht, weil die Konzile das gesagt haben, sondern wir glauben das, weil das in der Bibel steht. Das ist der Punkt. Das ist das biblische Zeugnis und zwar von den frühesten Jahrhunderten an. Und das ist wirklich eine dicke Lüge. Es gibt Leute, die sagen, das mit der Gottheit Christi sei erfunden worden, damals im 4. Jahrhundert. Und dabei können wir das zeigen anhand der Handschriften, die wir aus den frühesten Jahrhunderten haben. Das stand ja in der Bibel von Anfang an so. Das wurde nie abgeändert. Ist einfach nicht wahr und wissenschaftlich ganz klar zu belegen. Ja, also das war ein Wunder Gottes, dass obwohl die Christenheit damals schon so verdreht war, dass dieses Bekenntnis in Bezug auf die Person des Herrn Jesus Christus, dass das noch klar herauskommen konnte. Und man muss sich im Klaren sein, zum Beispiel praktisch alle germanischen Stämme waren Arianer. Also wir sagen, heute wären das Zeugen Jehovas. Und die sind dann schließlich, haben die den arianischen Glauben aufgegeben und haben den Glauben an die ewige Sohnschaft und Gottheit Christi übernommen. Aber es war wirklich an der Kippe, dass das ganze Christentum in den Arianismus hineingefallen wäre. Es war ein Wunder Gottes, dass das so gewendet werden konnte. Dann zur Aktualität, die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die christliche Wissenschaft, die weder christlich noch wissenschaftlich ist, die leugnen alle die Gottheit Christi. Das sind zwar ganz verschiedene Sekten, aber in diesem Punkt sind sie sich alle einig. Sie leugnen die Gottheit Christi und seine ewige Sohnschaft. Und in der liberalen Theologie, wenn man heute nach Zürich an die Uni geht, um Theologie zu studieren, oder nach Lausanne oder Neuchâtel, nach Basel, in der liberalen Theologie ist die Leugnung der Gottheit Christi und seiner ewigen Sohnschaft weiterum üblich. Und das kann man sagen, dass bereits die sogenannten Altliberalen im 19. Jahrhundert, die damit mit Quellenscheidungen, 5 Büchern Mose und so weiter begonnen. Das war ganz normal, dass das Arianer waren. Also die Gottheit Christi leugneten. Ja, also sehen, wie aktuell dieser Brief ist. Jetzt zur Struktur des Briefes. Und dann gehen wir wirklich in die Bibel hinein. Das war jetzt alles über die Bibel. Fast. Aber das war wichtig, um das Ganze einordnen zu können. Jetzt zur Struktur. Der erste Johannesbrief besteht aus 4 Zyklen, also 4 Teilen, die sich jeweils in der Anordnung und in der Thematik an der Tora, das sind die 5 Bücher Mose, die die Basis der Bibel bilden, orientieren. Also ganz, ganz erstaunlich. Jetzt müssen wir uns ganz kurz eine Übersicht verschaffen über 5 Bücher Mose. Das erste Buch Mose nennt man Genesis. Das ist das Buch der Anfänge. Schöpfung, Anfang der Menschheit, der Ehe, der Familie, der
Völker, der Anfang des Volkes Israel und so weiter. Dann das zweite Buch Mose, Exodus, das ist das Buch der Erlösung. Dort wird beschrieben, Israel, ein Sklavenvolk in Ägypten, grausam geknechtet unter dem Pharao. Sie feiern das Passafest, das Blut des Lammes streichen sie an die Türen und dann werden sie erlöst aus Ägypten und gehen in die Freiheit. Das ist das zweite Buch Mose. Das dritte Buch Mose, genannt Levitikus, ist das Buch des Opferdienstes und der Heiligkeit. Hier stellt Gott einem erlösten Volk vor, wie sie ihm im Gottesdienst dienen können. Dann das vierte Buch Mose, Numeri, genannt. Das ist das Buch, das die Wüstenreise Israels beschreibt. Diese 38 Jahre nach den 2 Jahren Lagerung am Sinai. Da geht es also um die praktische Umsetzung von dem, was sie durch die Erlösung kennengelernt haben. Und das fünfte Buch Mose, Deuteronomium genannt, ist das Buch des Gehorsams. Am Ende der Wüstenwanderung hält Mose vor seinem Tod 8 Abschiedsreden. Und darin wiederholt er die Gebote, die Gott in der Wüste gegeben hatte. Und erklärt sie nochmals, wie die zu verstehen sind, dann in der neuen Situation, wenn sie ins verheißene Land kommen. Und er gibt auch gewisse neue Gebote dazu. Ja, jetzt gehen wir zum ersten Johannesbrief. Und da haben wir einen ersten Zyklus von Kapitel 1,1 bis 2,11. Nun, wir haben ja bereits die Eingangsverse gelesen, 1 bis 5, das entspricht dem Buch Genesis. Und ich habe das überschrieben, diese Verse, mit Neuanfang im Licht. Wir haben da die Stichwörter gefunden hier, Anfang, Licht, Finsternis und auch den Begriff Leben. Das Wort des Lebens, was von Anfang war. Und in Vers 5, das ist ein Schreibfehler, nicht 3, sondern Vers 5, da haben wir das Licht. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Da sind doch ganz klar Begriffe, die anspielen, Anfang auf 1. Mose 1,1. So wie damals der Anfang der Schöpfung war, ist durch das Kommen von Christus dieser Neuanfang gekommen. Christus hat uns Gott geoffenbart, der Licht ist. Und da gibt es gar keine Finsternis in ihm. Das erinnert an den ersten Schöpfungstag. Es war Finsternis, Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott scheidet klar begrifflich zwischen Licht und Finsternis. Und hier wird erklärt, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Also man kann Gott nicht irgendwie mischen, es ist das Böse und das Gute in Gott oder er ist irgendwie so ein Mischwesen. Nein, ganz klar, Gott ist Licht, gar keine Finsternis in ihm. Und betont wird das Leben, das Wort des Lebens, das ewige Leben. Ja, und im ersten Buch Mose finden wir, wie Gott das Leben erschafft. 1. Mose 1, Vers 20, lebendige Wesen. Auch Vers 21, 24, 30. Dann 2, Vers 7, wie Gott das Leben, den Hauch des Lebens in Adam einhaucht. Und schließlich Kapitel 3, Vers 22, nach der Ankündigung des Erlösers bekommt Eva den neuen Namen Leben. Eva heißt Leben. Ja, also da haben wir eine ganz klare Beziehung zu dem ersten Buch Mose. Jetzt gehen wir weiter zu den Versen 6 bis 10, da haben wir Exodus. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Da haben wir die Stichwörter Blut. Das Blut Jesu Christi. Nun, das ist das Stichwort in 2. Mose 12,
wo in Verbindung mit Opfern zum ersten Mal in der Bibel das Blut erwähnt wird. Das Blut des Passahlammes musste an die Türpfosten, an die Oberschwelle gestrichen werden. Und Gott sagt, wenn er das Blut sieht, dann wird er an den Israeliten vorübergehen und sie verschonen. Und dann wird gesagt über dieses Passafest in 2. Mose 10, Vers 23. Da geht es um die 3 Tage Finsternis. Und der 3. Tag davon war übrigens der Tag, an dem das Passa gefeiert wurde. Und da heißt es in 2. Mose 10, Vers 22, und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht, und keiner stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Ägypten in der Finsternis und die Israeliten, das Volk Gottes, im Licht. Und sie haben, was haben sie gehabt in ihren Häusern? Seit vier Tagen vor dem Passa, das Lamm. Licht. Und hier wird erklärt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir, tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, so waren sie ja zusammen in der Gemeinschaft, in den Häusern, die Israeliten, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, und darum wird über den Wandel im Licht gesprochen. Und da haben wir die Parallele. Die Israeliten sind dann ausgezogen nach dem Passa. Und in Kapitel 13, 21 heißt es, dass sie für ihren Wandel ein Hilfsmittel hatten. 13, 21. Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Da haben wir den Wandel im Licht, auch wenn es dunkel ist. Ja, und in diesen Versen erklärt Johannes, aber wenn wir realisieren, dass wir auch als Gläubige gesündigt haben, dann gibt es einen Ausweg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wenn man jetzt da wieder einsetzt, dass diesen Unterschied punktuell oder durative Verben. Das sind durative Verben. Also der Sinn ist der, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diejenigen, die im Licht wandeln, die sind auch bereit, immer wieder ihr Leben zu ordnen und sie dürfen wissen, es gibt jedes Mal Vergebung. Er ist treu und gerecht. Eben auf der Grundlage des Blutes. Ja, und dann kommt Levitikus. 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Da haben wir die Sühnung. Und im 3. Buch Mose ist das große Opferkapitel, das Kapitel 16, über den Yom HaKippurim, den Tag der Sühnung. Tag der Versöhnung oder Sühnung. Kippur, Kippurim heißt Versöhnung oder Sühnung. Das ist genau dieser Begriff. Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und Johannes erklärt, und dieser Yom Kippur, durch Jesus Christus ist noch viel größer als die Yom Kippur im Judentum. Denn das war nur ein Opfer für unser Volk. Aber hier, wir haben Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ein Yom Kippur Opfer nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Herrlich. Was ihr hier deutlich macht, er schreibt, auf dass ihr nicht sündiget. Also er warnt die Gläubigen, sie sollen nicht sündigen. Aber er geht nicht davon aus, dass sie sündlos sind. Und darum sagt er, wenn jemand gesündigt hat, oder wenn jemand sündigt, aber es ist die punktuelle Form, wenn jemand den Akt der Sünde begeht, ja, er geht also nicht davon aus, ein Gläubiger sündigt drauf los, sondern für ihn, der Verlorene sündigt fahrplanmäßig und
der Gläubige sündigt wie ein Zugunglück. Ja? Also wenn jemand sündigt, jetzt müssen wir nicht verzweifeln. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Das Wort Sachwalter ist das Wort, für das auch Fürsprecher bedeutet oder Advokat. Nach Offenbarung 12 kommt der Satan immer wieder vor Gottes Thron und er verklagt die Gläubigen. Siehst du, das sollen Kinder Gottes sein. Und wie der sich benommen hat, was die gemacht hat. Und da ist Jesus Christus der Advokat und spricht die Sache gut. Ja, aber ich habe das Sühnungswerk auf Golgatha vollbracht und darum wird er nicht verdammt. Also Jesus Christus ist der Sachwalter und als Sachwalter will er uns auch Dinge, die uns nicht bewusst sind, zum Bewusstsein führen. Ja, das ist die Aufgabe des Sachwalters. Der spricht mit seinem Mandanten. Das ist nicht so eine kalte Beziehung, wie das die Advokaten in unserem Land haben, normalerweise, ja, sondern er liebt die Seinen und will sie auch immer wieder zur Einsicht führen, damit sie 1. Johannes 1, Vers 9 praktizieren, wenn wir unsere Sünden bekennen. Ja, und jetzt kommt der nächste Abschnitt, 2, Vers 3 bis 6, entspricht Numeri. Und da habe ich überschrieben mit Wandel gemäß Gottes Geboten. Ja, die Stichwörter sind jetzt hier, wandeln. Und in 4. Mose 1, durch das ganze Buch hindurch, geht es um den Wandel Israels durch die Wüste. Und wie sie jetzt nun die Gebote Gottes, die sie am Sinai bekommen haben, umsetzen sollten. Und so, in unserem Abschnitt sind Stichwörter Gebote halten, beziehungsweise nicht halten, sein Wort halten. Ja, im 4. Buch Mose sehen wir auch, wie viele ungehorsam waren, eben die Gebote nicht gehalten haben. Und in 4. Mose 16, 37 bis 41 wird gesagt, alle Israeliten sollen an ihren Gewändern hellblaue, also blaue, aus blauem Purpur, hellblaue Quasten anbringen. Und diese Quasten, wenn sie anschauen, sollen sie daran erinnern, an die Gebote Gottes. Das ist die Farbe des Himmels. Dass sie daran denken, wir haben Gottes Wort aus dem Himmel. Das zeigt uns, wie wir leben sollen. Und darum, also die Quasten an den Kleidern, die sollten immer wieder erinnern, die Gebote Gottes sind himmlische Gebote für ein irdisches Leben. Also zum Gehorsam. Ausgerechnet steht das so in 4. Mose. Nun lese ich 1. Johannes 4, Vers 3 bis 6. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und das ist es durativ. Also wenn wir gewohnheitsmäßig nach seinen Geboten leben. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, also durativ, fortdauernd nicht. Wenn jemand sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, als fortdauernder Prozess, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet, beziehungsweise zum Ziel gekommen. Die Liebe Gottes will das als Ziel, dass wir nach Gottes Wort leben. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also jemand möchte sagen, bin ich wirklich wiedergeboren? Und dann muss er sich selber fragen, ja, ist es mir ein Anliegen, nach der Bibel zu leben? Ja, aber ich bin nicht vollkommen. Ja, niemand ist vollkommen. Nicht sündlos. Niemand ist sündlos. Aber ist es dein Wunsch wirklich nach... Ja, natürlich. Ist das klar? Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Aber eben, wenn wir uns an seinem Wort ausrichten. Aber dann sollen wir wissen, dass es unsere Verpflichtung ist, eben nach dem Vorbild des Lebens des Herrn Jesus Christus auch selber zu leben. Dass wir auch die Evangelien lesen unter diesem Aspekt, wie hat der Herr gelebt, wie hat er gehandelt, gesprochen, das muss vor uns stehen. Dann kommt 2, 7 bis 11, Deuteronomium, neues und altes Gebot. Und da steht, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort,
welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer da sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis, bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht. Und kein Ärgernis ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also wie im 5. Buch Mose, wo die alten Gebote vorgestellt werden und dann neue Gebote für die neue Situation gegeben werden. Die aber auf einer Linie stehen mit den alten. Man spricht über das alte Gebot, das Wort, welches ihr gehört habt. Das heißt, all das, was durch den Herrn Jesus und die Apostel gebracht worden ist, das ist verbindlich. Das ist verbindlich für uns, unser Leben. Dieses Wort ist, kann man sagen, in der Einzahl das Gebot Gottes. Aber dann sagt er, ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch. Eigenartig, was müssen wir jetzt tun? Ja, wir müssen uns überlegen, was ist bei Jesus Christus Realität und auch bei denen, die ihm angehören. Ja, zum Beispiel sagt die Bibel, Jesus Christus ist der Gerechte. Ja, und die Erlösten werden genannt Gerechte. Oder Jesus Christus wird genannt der Himmlische, 1. Korinther 15. Und seine Nachfolger werden genannt die Himmlischen, 1. Korinther 15. Oder Jesus Christus war der treue Zeuge. Ja, wir sollen treue Zeugen sein. Also, es gibt so viele Dinge, die die Bibel erwähnt, dass sie wahr sind bei Jesus Christus, aber eigentlich auch bei denen, die an ihn glauben. Und wenn man sich dieser Übereinstimmungen bewusst wird, dann realisiert man Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Und darum ist es ein Gebot. Wenn wir uns überlegen, was ist wahr bei ihm, was ist wahr bei uns? Ja, aber dann muss man das auch sehen. Und darum ist es ein Gebot. Ja, ich muss noch etwas erwähnen zu dem Deuteronomium-Abschnitt. Hier haben wir also ausdrücklich das alte Gebot, das neue Gebot. Das habe ich erklärt. Aber wichtig ist noch, im 5. Buch Mose wird circa 50 Mal das Wort erwähnt, beobachten, einhalten oder bewahren, Shamar. Und etwa 50 Mal findet man das Wort Shamar, hören, gehorchen. So kann man wirklich sagen, das 5. Buch Mose ist eben das Buch des Gehorsams, wo man auf die Worte Gottes hört und ihn gehorcht und sie einhält. Und genau um diese Begriffe geht es in diesem Abschnitt. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir kommen jetzt zum zweiten Zyklus. Der neue Zyklus beginnt 2 Vers 8 und geht bis 3, 24. Jetzt geht es ein bisschen länger. 2, 8 bis 27 ist der Genesis-Abschnitt, überschrieben in meinem Skript mit die reine Lehre vom Anfang an. Und da haben wir nun wirklich die Stichwörter Anfang, die jetzt hier besonders oft vorkommen. Nämlich 1. Johannes 2, Vers 13, Vers 14 und zweimal in Vers 24. Aber dann geht es jetzt hier um den Antichrist und die Antichristen, die verführen. Und im 1. Buch Mose haben wir das große Verführungskapitel, das zum Sündenfall hinleitete. 1. Mose 3. Und in diesem Abschnitt spricht Johannes über die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und den Hochmut des Lebens. Nun, das kennen wir aus 1. Mose. Nämlich in 1. Mose 3, Vers 6 heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Also da haben wir genau diese drei Punkte. Die Lust des Fleisches, dass der Baum gut zur Speise. Lust der Augen und das eine Lust für die Augen, Hochmut des Lebens und der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben.
höhere Erkenntnis. Ja, das Stichwort Agnostiker. Die alte Schlange lässt grüßen. Das kommt von dort her. Ja, der hat mir vor kurzem, ein Mormon hat mich angesprochen und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber die Mormonen lehren, dass Gott ursprünglich ein Mensch war und hat er sich zu einem Gott entwickelt und wir können uns auch dazu, ja natürlich, wir können uns alle zu, also können sich auch zu einem Gott entwickeln. Dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das Gleiche, das hat die Schlange schon in 1. Mose 3 gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Wissend Gutes und Böses. Ja, also, jetzt machen wir Pause, eine halbe Stunde, und dann lesen wir diesen Genesis-Abschnitt, der vor uns steht. Ich lese jetzt 1. Johannes 2, Vers 12. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wie gesagt, dieser Vers richtet sich an alle Gläubigen. Sie werden als Kinder bezeichnet. Aber dann kommt die Aufgliederung in drei Reifegraden. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Also die Väter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie den Herrn Jesus Christus, der eben als Mensch in diese Welt gekommen ist und einen völlig neuen Anfang geschafft hat. Manche denken, jemand kommt zum Glauben und dann liest er oft besonders gerne in den Evangelien. Die Briefe der Apostel sind ein bisschen schwierig, aber es ist schon so, später beginnt man sich dann zu interessieren, besonders für die Briefe, und mit einer fortschreitenden Reifung im Glauben kommt man wieder auf die Evangelien in besonderer Weise zurück und sieht sie wieder aus einem ganz neuen Blickwinkel, eben die Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Leben hier auf Erden. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Die Väter, die den erkannt haben, der von Anfang ist. Dann kommen diejenigen, die schon fortgeschritten sind. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist so die geistliche Kraft der, die schon fortgeschritten sind im Glauben. Sie kennzeichnen sich als Überwinder. Dann kommen die ganz Jungen. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Sie sind zum Glauben gekommen und haben entdeckt, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind des Vaters. Ihn als den ewigen Gott als Vater zu kennen. Dann geht er weiter, Vers 14. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Nun, da meint man, das sei genau das Gleiche. Aber es ist nicht so. In Vers 13 heißt es, ich schreibe euch, Väter. Ja, in der Gegenwartsform, das bezieht sich auf das, was jetzt dann im Weiteren noch kommen wird im Brief. Aber Vers 14 geht jetzt zurück auf all das, was wir ab Kapitel 1,1 bis 2, Vers 11 gelesen haben. Wenn er sagt, ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Weiter, ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Es gibt hier in manchen Übersetzungen etwas Unterschiede, und das hängt zusammen mit dem Minderheitstext. Viele moderne Übersetzungen, die gehen ja nicht mehr nach der Mehrheit der Handschriften. Wir haben 5300 griechische Handschriften vom Neuen Testament und 90% davon zeigt eine unglaubliche Einheit. Das ist der Mehrheitstext. Zu dem gehört übrigens auch der Textus Receptus. Das war der Text, die Handschriften, die man zur Zeit der Reformation zur Verfügung hatte. Aber dann gibt es den Minderheitstext, und das sind Texte, die insbesondere auf Ägypten zurückgehen, und die haben manche Ungenauigkeiten, zum Teil sogar Verfälschungen. Aber die kann man mit der Mehrheit korrigieren. Und eben, da gibt es ein bisschen Unterschiede, die zerstören diese schöne Strukturierung. Also es ist effektiv so, wir haben im Mehrheitstext, ist es ganz klar,
ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch Kindlein. Und dann, ich habe euch Väter geschrieben, ich habe euch Jünglinge geschrieben, und ab Vers 18 kommen dann die Kindlein an der Reihe. Und zwar ganz ausführlich. Also das nur so nebenbei, wenn man in der Übersetzung einen Unterschied entdeckt. Also die schöne Ordnung ist so im Mehrheitstext zu haben. Also nochmals, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und jetzt ermahnt er sie, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was heißt das, liebt nicht die Welt? Und dabei steht doch in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Und es ist auf Griechisch das gleiche Wort, Kosmos. Nun, man muss wissen, das gilt für alle Sprachen der Welt. Ein Wort hat normalerweise mehrere Bedeutungen. Also wenn man Wörter sich so bildlich vorstellen will, dann muss man so einen Kreis zeichnen. Ein Wort hat ein Bedeutungsfeld. Und darum, wenn man zum Beispiel Englisch lernt und dann will man ein Wort nachschauen auf Englisch, was das auf Deutsch bedeutet, und dann sieht man, oh, da gibt es so viele Bedeutungen. Das ist eben, weil das englische Wort hat ein Bedeutungsfeld und das hat verschiedene Nuancen im Deutschen. Aber je nachdem, in welchem Zusammenhang man das englische Wort braucht, dann bedeutet es nicht alles, was im Wörterbuch steht, sondern etwas daraus heraus. Und normalerweise klärt der Zusammenhang, was im Speziellen gemeint ist. Und das ist wunderbar, dass das so ist, denn wäre es anders, hätten wir für jede Bedeutungsnuance ein anderes Wort. Dann könnten wir gar nicht miteinander richtig sprechen. Dann wäre das so wie mit den chinesischen Schriftzeichen. Da gibt es Zehntausende von Schriftzeichen, aber gebildete Leute kennen vielleicht etwa 6.000. Und die nicht gebildeten ganz wenig bis ein paar hundert. Aber das ist ein echtes Problem dort mit der Schrift. Aber wäre das also mit den Wörtern so, hätte man so viele Wörter, vielleicht etwa 60.000. Und die wenigsten könnten das. Ein Erwachsener hat normalerweise einen Wortschatz von Größenordnung 20.000 Wörtern. Passiv kann man je nachdem noch mehr haben. Aber er ist sehr begrenzt. Und darum hat Gott also die Sprachen so konzipiert, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Und wir können je nach Zusammenhang eine Bedeutungsnuance herauslösen. Darum gibt es im Neuen Testament etwa 5.000 Wörter. Aber hätte Gott für jede Nuance ein anderes Wort gewählt, dann könnten auch die Gelehrten hätten riesige Probleme mit dem Neuen Testament, um das zu verstehen. Also, das Wort Welt hat verschiedene Bedeutungen. Es kann bedeuten die ganze Menschheit. Also hat Gott die Welt geliebt. Aber dann kann Welt auch bedeuten das Universum, die ganze Schöpfung, hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Epheser 1. Oder es kann bedeuten, das System, das durch Satan beherrscht wird. Satan beherrscht die Menschheit. Und er hat dabei eine ganz klare Ordnung, eine Systematik. Und das nennt die Bibel eben auch die Welt. Also das System unter der Herrschaft von Satan, womit er die Menschen versucht, von Gott wegzubringen. Und dieses System ist in allen Bereichen zu finden. Zum Beispiel, als Christus verworfen worden ist, hat man eine Überschrift gemacht auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Hebräisch war die Sprache der Religiösen. Die religiösen Führer damals haben den Herrn Jesus abgelehnt. Dann Griechisch war die Sprache der Wissenschaft und der Philosophie und Lateinisch war die Sprache der politischen Macht in Rom. Und so ist die Welt, das Wirken Satans, in allen Bereichen zu finden, auf dem Gebiet der Religion, im weitesten Sinn des Wortes, auf dem Gebiet von Wissenschaft und Philosophie und auch in dem Bereich der Politik.
Und alle diese Dinge sind für die Gläubigen eine Gefahr. Und darum sagt Johannes, liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Satan hat da ein Drei-Punkte-Programm. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Man kann so Revue passieren in Gedanken, was gibt es alles für Dinge, die für mich eine Gefahr sind. Und da kann man sie einteilen. Ah, das gehört in den Bereich Lust des Fleisches. Das kommt von innen heraus, sprich das Böse in mir drin an. Meine eigenen Begierden. Die Lust der Augen, das ist das, was ich durch Sehen, wo ich durch Sehen gefährdet bin. Hochaktuell. Gerade heute in der Zeit, wo das Bild so allgegenwärtig ist und oft auch sehr aggressiv auf uns einwirkt über Fernsehen, über Internet, über DVD und so weiter. Die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Irgendwie noch höher zu kommen. Und das sind ein Drei-Punkte-Programm, das war von Anfang an, wir haben schon den Bezug gesehen zu 1. Mose 3, Vers 6, ja, bei der Verführung von Eva. Das hat funktioniert von Anfang an und es geht heute weiter. Also da müssen wir, sagt Johannes, ganz besonders aufpassen. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und ich habe auch die Wissenschaft erwähnt. Da kann man das auch sehr eindrücklich sehen. Wenn ein Christ ein Wissenschaftler ist und er äußert sich zum Thema Schöpfung, Evolution und bekennt sich dazu, dass er die Evolution ablehnt, dann muss er damit rechnen, dass er gelüncht wird, wissenschaftlich. Dass er größten Zahl der Wissenschaftler wird er als Spinner angesehen. Dann ist seine ganze Wissenschaftlichkeit in Frage gestellt. Und in solchen Bereichen spielt das eine sehr große Rolle, sind wir bereit, eben auf unsere Ehre zu verzichten, um der Wahrheit willen. Und da kann jemand eben zu Fall kommen, wenn er seine Ehre sucht. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz andere Bereiche, wo man sagen muss, aha, jetzt kommt es darauf an, ob man bereit ist, einfach schlicht zur Wahrheit des Wortes Gottes zu stehen oder ob man halt belächelt werden will. Aber hier wird erklärt, das alles ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Eine wunderbare Verheißung. Da sieht man, wie alles so vergänglich ist und all das, was heute groß auftrumpft, wird einmal vorbei sein. Und nun kommt ein ganz besonderes Wort für die Jungbekehrten. Kindlein. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Es ist noch bemerkenswert, vor letzte Stunde steht im Grundtext kein bestimmter Artikel. Also eigentlich steht da, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und der fehlende Artikel kann ausdrücken, dass hier die Betonung gelegt wird auf den Charakter einer Sache. Also Kindlein, es ist letzte Stunde. Unsere Zeit hat den Charakter, das Wesen der letzten Stunde. Und ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Dieser größte Verführer aller Zeiten. Ganz kurz vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Aber dann wird erklärt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Es gibt viele, die schon diesen Geist der Auflehnung gegen Christus in sich tragen. Und daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Also das Antichristliche ist ein besonderes Zeichen für die letzte Zeit. Nun, aus anderen Bibelstellen sehen wir, die Endzeit ist insbesondere die Zeit, in der die Juden zurückkehren aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter. Und in dieser Zeit leben wir ja seit 124 Jahren. Also wir sind ganz speziell in der Zeit, die Bibel nennt, die Endzeit. Das ist
ein Prozess, ja, von schon jetzt über 100 Jahren. Aber was ist das im Vergleich zu den vergangenen 2000 Jahren? Und man kann auch zeigen, dass in diesen 124 Jahren haben sich über 100 Prophezeiungen auf die Endzeit erfüllt. Ich habe für mich so eine Sammlung gemacht. Also das 1, 2, 3, 99, 100, 101. Schon eindrücklich. Also für uns gilt, dass unsere Zeit nicht nur einfach den Charakter der letzten Stunde hat, sondern wir sind wirklich jetzt in diesem letzten Abschnitt. Und er ist dadurch gekennzeichnet, dass besonders viele Antichristen da sind. Und wenn man die Christenheit heute anschaut, ja, ich habe ja gesagt, die liberale Theologie bildet ja die Leute geradezu dazu aus, Antichristen zu sein, die Gottheit und Sohnschaft Christi leugnen. Also jetzt werden die Kindlein, die ganz jung Bekehrten, werden besonders mit dem Thema der Verführung hier konfrontiert. Und dann wird erklärt, sie sind von uns ausgegangen. Sie waren Christen. Und darum können wir jetzt auch die Verhaltensregeln, die Johannes gibt im zweiten Johannesbrief, nicht einfach so auf die Muslime übertragen, obwohl die genau diesen Geist des Antichristen in sich haben. Aber die Muslime sind in dem Sinne nicht Christen, ja, die aus den christlichen Kirchen hervorgegangen sind. Aber hier wird besonders betont, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Interessant. Die Junggläubigen, ja, nicht die Ungläubigen, Junggläubigen, die werden hier angesprochen, ihr wisst alles. Ihr braucht also nicht noch irgendwie eine höhere Gnosis, eine höhere Erkenntnis, eine höhere Erfahrung zu erreichen. Ihr wisst schon alles. Warum? Weil ihr den Heiligen Geist habt. Der Heilige Geist ist die Salbung. Und der Geist Gottes kann auch in einem jungen Bekehrten bewirken, dass er merkt, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Und er erkennt den Irrtum. Nicht, dass sie die ganze Bibel schon kennen und die ganze Lehre Gottes, aber im Prinzip wissen sie doch alles, weil sie merken, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Und der Herr Jesus erklärt in Johannes 10, seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Aber der Stimme eines Fremden folgen sie nicht. Und so ist es wichtig, ein Jungbekehrter muss gar nicht alle falschen Stimmen kennen. Es ist wichtig, dass er die Stimme des guten Hirten kennt. Und dann merkt er, das ist einfach nicht der gute Hirte, das ist eine andere Stimme. Und den darf er nicht folgen. Das ist ein wunderbares Phänomen, das man bei Jungbekehrten oft sehen kann. Die merken sofort, das ist Verführung. Während manchmal solche, die schon lange im Glauben sind und etwas eingeschlafen, faul geworden sind, die sind so blauäugig, gegen alle möglichen Dinge. So komisch. Aber er sagt ihnen, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und noch etwas, er sagt nicht, ihr solltet noch eine Salbung bekommen. Das ist eine Lüge. Nirgends sagt die Bibel, wir sollen als Gläubige noch eine Salbung kriegen. Sondern es wird gesagt, wir haben die Salbung. Und das geschieht beim Empfang des Heiligen Geistes. 2. Korinther 1. 2. Korinther 1. Vers 22, Vers 21 und 22. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Pfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Paulus geht bei den Korinthern mit aller Selbstverständlichkeit voraus. Alle sind gesalbt. Alle sind versiegelt und alle haben das Unterpfand des Geistes in den Herzen. Es gibt also nicht Gläubige, die haben den Heiligen Geist noch nicht. Obwohl es unter den Korinthern viele gab, die hatten wirklich echt Probleme im Glauben und mit Fleischlichkeit, Schwierigkeiten. Und er geht davon aus, gesalbt, versiegelt, vollendet. Eine völlig falsche und verführerische Ausdrucksweise, wenn man von einer neuen Salbung spricht. Das gibt es gar nicht in der Bibel. Aber er sagt diesen Jungen, diesen Kindlein, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst,
sondern weil ihr sie wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. In Johannes 21 sagt der Herr Jesus zu Petrus, der nach seinem Fall wiederhergestellt wird und als Hirte berufen wird, sagt er, weide meine Lämmlein. Aber bei den Schafen sagt er, hüte meine Schafe. Den Lämmlein muss man einfach gute Nahrung geben. Aber bei denen, die eben schon ein bisschen faul und fett geworden sind im Glauben, muss man hüten. Und interessant, also er sagt da nicht, ich schreibe euch und ich habe Angst um euch. Er sagt, ich schreibe nicht, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also wir können zum Vater nur kommen durch den Sohn. Der Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Zugang als über den Sohn. Und wer darum den Sohn irgendwie angreift, hat alles verloren, hat alles verpasst. Also wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Es gibt ja Leute, die sagen, sagen wir kirchliche Leute, die sagen, Gott in Ordnung, aber Jesus, nein. Die haben gar nichts. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Aber nirgends heißt es, wer den Vater hat, hat auch den Sohn. Der Weg geht nur über den Sohn. Und darum ist auch der Sohn in die Welt gekommen, nicht der Vater. Der Sohn ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Sohn. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Das Wort bleiben ist ganz wichtig im ersten Johannesbrief. Ich habe bei der Wortliste am Schluss das aufgeführt. Auf der zweitletzten Seite, etwas nach der Hälfte, steht bleiben, wohnen, griechisch meno. Das kommt 24 Mal vor in diesem Brief. In ihm bleiben, bleiben und gleichzeitig wohnen. Also es drückt auch aus, hier zu Hause sein. Also wir bleiben in ihm, das heißt, wir sind in ihm zu Hause. Und da, wenn in euch bleibt oder in euch wohnt, was ihr von Anfang gehört habt, dann heißt es, die Lehre der Apostel, die Lehre der Bibel, das muss in unserem Herzen wohnen. Und wenn das in uns wohnt, dann wird gesagt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater wohnen oder bleiben. Und dies ist die Verheißung, welche er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch betreffs der geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wieder abgeschlossen, bleibt in euch. Übrigens sagt er nicht, bleibe in euch, bleibt in euch. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, der Heilige Geist bleibt in ihm. Bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre. Sondern wie diese Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Und jetzt wird klar, diese Salbung ist nicht irgendeine Sache, irgendeine eine Spezialsegnung. Das ist eine Person, die lehrt. Der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft, sondern er ist Gott, der Heilige Geist, der Jesus spricht in Johannes 14 über ihn. Jener wird euch in alle Wahrheit leiten. Jener wird euch erinnern, Johannes 14 bis 16. Ekenos als eine Person, nicht einfach jenes, sondern jener mit dem männlichen Fürwort. Ja, wie diese Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Ja, und jetzt kommt gemäß dem Blatt der Exodus-Abschnitt 2,28 bis 3,3. Ich habe das überschrieben mit die Welt und das geliebte Volk Gottes. Ich war in 2. Mose
haben wir diesen Gegensatz Ägypten auf der einen Seite und die Kinder Israel dort im Land Ägypten. Und genau das wird jetzt hier so einander gegenübergestellt in diesem Abschnitt. Die Kinder Gottes auf der einen Seite und die Welt, die sie nicht kennt, auf der anderen. Und dann wird auch über die Wiederkunft Christi gesprochen. Und das ist eigentlich auch das wichtige Thema in 2. Mose. Und zwar in 2. Mose 12, Vers 12 sagt Gott, dass er auf die Erde kommt. 2. Mose 12 sagt er beim Passa, dass er, Gott, wird durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt schlagen. Also Gott kommt nach Ägypten, die Wiederkunft. Christi ist das Gegenstück dazu. Und jetzt lese ich 1. Johannes 2, 28. Und nun, Kinder, sind wieder alle angesprochen, ja? Die Väter, die Jünglinge und die Kindlein. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, und zwar fortdauernd, gewohnheitsmäßig, mit einem Durativ, aus ihm geboren ist. Also an dem Handeln kann man erkennen, dass jemand neues Leben hat. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Hier wird die Liebe des Vaters so eindrücklich vorgestellt. Und es heißt hier nicht, seht, wie viel Liebe uns der Vater gegeben hat. Was steht in Epheser 2? Dort steht, dass Gott wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, wie er uns errettet hat. Aber hier geht es nicht um die Menge, sondern hier geht es um das Wesen, diese herrliche Qualität der Liebe des Vaters. Also beides, wie viel Liebe Gott uns gegeben hat, aber auch diese Art und Weise. Ich hatte einmal eine Tante, die hat einen richtig überschüttet mit Liebe und das war ziemlich unangenehm. Ja, also, aber Gottes Liebe ist eben überfließend in der Menge, aber auch so herrlich in ihrem Wesen. Welch eine Liebe. Die hat sich darin gezeigt, dass Gott uns nicht einfach aus uns Sklaven für die Ewigkeit gemacht hat, sondern Kinder, dass wir Kinder des Vaters sein sollen. Dass wir in diese Beziehung hineingeführt werden sollen, die der Sohn Gottes von Ewigkeit her hatte. Das hätte ja Gott nicht tun müssen, wenn er uns retten wollte. Die Rettung hätte ja gereicht, aber er wollte viel mehr. Er wollte das Höchste, er wollte uns in diese Beziehung hineinbringen, dass wir den Vater so kennen, wie der ewige Sohn ihn schon immer gekannt hat. Ja, und da geht es also darum, dass wir denken, der Herr Jesus wird wiederkommen und darum ist es wichtig, wie wir jetzt leben. Und wenn wir ihn wirklich erwarten, dann führt das uns dazu, dass wir unser Leben fortdauernd in Ordnung bringen. Darum steht hier, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Und wie wir uns reinigen können, das wissen wir aus Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt. Also die Selbstreinigung geschieht, indem wir uns von dem Herrn reinigen lassen. Jetzt gehen wir zum nächsten Abschnitt. 3, 4 bis 12. Das ist der Levitikus-Abschnitt. Überschrieben mit Wegnahme der Sünde. Levitikus ist das Buch der Opfer, wo es geht um Sünde, die vergeben wird, wo es geht um den großen Versöhnungstag, an dem die Sünde weggenommen wird, 3. Mose 16. Es geht auch um Heiligkeit. 150 Mal findet man in 3. Mose die Wörter wie heilig, heiligen, Heiligtum und so weiter.
Und in diesem Buch haben wir auch das Gebot der Nächstenliebe. Viele meinen, dass die Nächstenliebe sei erst gekommen in der Bergpredigt. Das stimmt da nicht. Dieses Gebot hat Gott bereits in der Tora gegeben, 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt lesen wir unter diesem Aspekt 1. Johannes 3, 4. Jeder, der die Sünde tut, zwar fortwährend tut, tut auch fortwährend die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also hier wird gleich definiert, was eigentlich Sünde ist. Anomia bedeutet die Verachtung von Recht und Ordnung. Also das, was Gott in sein Wort klar festgelegt hat, die Sünde lehnt diese göttliche Ordnung ab. Darum ist jede Sünde auch Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden wegnehme. Haben wir wieder den großen Versöhnungstag. Und Sünde ist nicht in ihm. Ja, Jesus hatte keine sündige Natur in sich. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Das ist wieder der Durativ. Der sündigt nicht fortdauernd. Der lebt nicht in der Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, beziehungsweise fortdauernd sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das ist kein richtiger Gläubiger. Das ist kein Wiedergeborener. 7. Kinder, dass niemand euch verführe. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, fortdauernd, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Fall des Teufels fällt also in die Zeit von 1. Mose 1, 1 hinein, nachdem Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann wurde die Erde wüst und leer. Der Teufel sündigt von Anfang an. Da stürzte er auf die Erde. Nun geht er weiter. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Wieder haben wir sein Versöhnungswerk hier vor uns. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das heißt, tut nicht fortdauernd Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht fortdauernd sündigen. Das ist der Sinn wieder hier. Es geht nicht um den einzelnen Akt der Sünde. Er kann nicht fortdauernd sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Die Kinder Gottes, die Kinder des Teufels. Das ist eine Rückbesinnung auf 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott zur Schlange sagt, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der Same der Frau ist letztlich der Messias und alle, die mit ihm verbunden sind, in ihm sind, werden als Same gerechnet. Das sind die Kinder Gottes. Aber der Same der Schlange, das sind die Kinder des Teufels. Und darum kommt dann Johannes hier auf Kain und Abel zu sprechen. Denn dort haben wir die Prototypen für diese beiden Gruppen. Vers 10 in der Mitte. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also Abel ist der Prototyp für das Bild für die Kinder Gottes und Kain ist der Prototyp für die Kinder des Teufels, die sehr religiös sein können. Kain war religiös, war kein Atheist, aber er wollte ohne ein blutiges Opfer zu Gott kommen. Vers 13, da beginnt nun der neue Abschnitt bis Vers 18. Numeri, Wandel gemäß Gottes Geboten. Bei den wichtigen Wörtern hier wird ein Gegenpol gemacht zwischen der Welt und es wird hier gesprochen über den Wandel der Gläubigen in dieser Welt. So wie im 4. Buch Mose,
das erlöste Volk getrennt von Ägypten eben gottgemäß in der Wüste wandeln sollte. Und da wird gezeigt, was echtes Christenleben ist, das sogar bis zum Leben darlegen gehen kann. Es geht um Liebe in Tat und Wahrheit, also um den praktischen Wandel als Erlöste aus der Sklaverei des Satans, Ägyptens. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Ja, die Ägypter sind ihnen noch nachgegangen, die haben sie gehasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Sind ja hinübergegangen durch das Rote Meer und dann waren sie gewissermaßen von Ägypten abgeschnitten. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, fortdauernd hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Dann kommt der Deuteronomium-Abschnitt, Gehorsam gegen die Gebote. Hier haben wir wieder als Stichworte das Gebot oder die Gebote halten, das vor ihm Wohlgefällige tun. In 5. Mose werden die Gebote vorgestellt und der Gehorsam wird gefordert. 3,19. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unsere Herzen überzeugen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gleich wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Ja, es geht zuerst darum, wenn unser Herz uns verurteilt, das kann es geben, dass wir irgendwie so ein schlechtes Gewissen haben und wir wissen gar nicht recht, warum. Ein ganz eigenartiger Zustand. Und so sagt Johannes, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer. Er kennt alles. Aber er erklärt dann, aber wenn wir beten und eben wir keine innere Verurteilung haben, so haben wir eine ganz spezielle Freiheit zu Gott und das drückt sich dann aus in der Gebetserhörung. Und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Aber wenn wir in dieser Haltung sind, dann beten wir nicht um Dinge, die eigentlich dumm sind, ja? Sondern dann ist es uns ein Anliegen, wirklich gemäß Gottes Plan und Willen zu beten. Vers 24 zeigt übrigens, wie kann man wissen, dass man ein richtiger Gläubiger ist? Wir haben jetzt schon in vielen Versen Hinweise gefunden, was deutlich macht, ob man wiedergeboren ist oder nicht. Ja? Aber hier wird gesagt, und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist gibt in unserem Herzen die innere Überzeugung, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist genau auf der Linie von Römer 8, wo es heißt, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dieses, wie die Reformatoren das nannten, Testimonium Spiritus Sanctus Internum, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Zum Beispiel Calvin schreibt darüber, wie der Gläubige einfach weiß, dass die Bibel Gottes Wort ist. Er sagt, das ist der Heilige Geist, der dieses innere Zeugnis im Herzen gibt, die Bibel ist die Wahrheit.
Also ein Begriff, der hat nicht nur Calvin benutzt, sondern das war typisch reformatorisch, dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Und das ist schon erstaunlich. Zum Beispiel, kenne ich einen ehemaligen Polizisten, der war wirklich ein ungläubiger Mensch, durch und durch, sehr skeptisch. Polizisten sind ja im Allgemeinen skeptische Menschen. Müssen sie ja sein, oder? Sonst können sie nicht Polizisten sein. Und war sehr skeptisch. Und schließlich, durch ein Wunder Gottes, hat dieser Mann sich ganz klar bekehrt. Dann muss man ihm nicht mehr erklären, dass 1. Mose 1 die Schöpfungsgeschichte stimmt. Das wusste er. Woher weiß er das plötzlich? Da muss man doch das ganze System umwerfen. Nein. Es ist dieses Zeugnis des Geistes im Herzen. Und hier wird also gesagt, dass wir wissen, dass er in uns bleibt, dass wir also wahre Gläubige sind, in denen Christus wohnt, weil der Geist dieses Zeugnis gibt. Ja, jetzt kommen wir zu der dritten Serie, Kapitel 4,1 bis 5,5. 4,1 bis 3 ist der Genesis-Abschnitt. Scheiden zwischen Irrtum und Wahrheit. Die Stichwörter sind hier Geister prüfen, nicht jedem Geist glauben, ganz entsprechend 1. Mose 1, Vers 4, wo Gott scheidet begrifflich zwischen Licht und Finsternis. Und in 1. Mose 3 haben wir wieder das, wir wissen, das Verführungskapitel, wo Satan den Sündenfall des Menschen durch Verführung bewirkt hat. 1. Johannes 4, 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennet ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also Jesus Christus hat schon existiert und ist dann ein wirklicher Mensch geworden, im Fleisch gekommen. Das ist eines der Kennzeichen. Jetzt könnte man hineinfallen, wenn man einen Zeugen Jehovas fragt, glauben Sie, dass Christus im Fleisch gekommen ist? Ja, natürlich. Dann muss man ihn fragen, glauben Sie, dass er als Mensch wiederkommt? Ja, sicher nicht. Er ist als Geist auferstanden. Ah ja, und was steht im 2. Johannesbrief? 2. Johannes 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische kommend bekennen. Viele Übersetzungen haben hier gekommen. Kann man gerade streichen, ist falsch. Es steht nämlich nicht das gleiche Wort wie in 1. Johannes 4. Da ist jetzt das Partizip Präsens erchomenos mit einer Zukunftsbedeutung. Dass Jesus Christus im Fleisch kommen wird, in der Zukunft, bei seiner Wiederkunft. Er wird als wirklicher Mensch kommen. Und so sagt die Bibel klar, Lukas 24, die Jünger meinen, sie sehen einen Geist und der Herr sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und dann hat er Honig und Fisch gegessen, um zu zeigen, er ist als wirklicher Mensch auferstanden. Ein wirklicher physischer Körper. Und er ist als Mensch in den Himmel gegangen. Und er wird so als der Sohn des Menschen, wird er, wie das in den Evangelien Matthäus 24 gesagt hat, wird er wiederkommen. Jesus Christus im Fleisch kommend. Und das leugnen sie. Er kommt als ein Geistwesen. Und er sei als Geistwesen auferstanden. Und in einer Zeugen Jehovas Kinderbibel steht, Gott habe den Körper Jesu aus dem Grab verschwinden lassen. Dabei ist eben gerade der Körper, der im Grab war, der Körper ist wieder auferstanden. Und so wird auch unser Körper, wenn wir sterben, dieser Körper wird vollkommen, als vollkommener Körper wieder aufstehen. Und werden einen wirklichen Körper von Fleisch und Knochen haben. Also, das ist wichtig. Es müssen alle Punkte müssen zusammenstimmen. Ja. Und ich habe schon erklärt, der Islam sagt, Jesus Christus hat nicht existiert, sondern ist dann einfach erschaffen worden. Aber er ist eben im Fleisch gekommen. Das heißt, er war da und kam im Fleisch. Das heißt, er wurde Mensch. Jetzt gehen wir weiter zum Exodus-Abschnitt.
4:4-6. Scheidung zwischen Volk Gottes und Verführern. Die Stichwörter sind hier aus Gott, im Gegensatz zu aus der Welt. In 2. Mose 10, Vers 23 sehen wir Ägypten in der Finsternis, Israel im Licht. In 2. Mose 8, Vers 23 sagt Gott, er mache eine Scheidung zwischen seinem Volk und dem Volk der Ägypter. Das Wort Scheidung zwischen diesen beiden Völkern. Und jetzt hier, ihr, das betont im Griechischen, ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie, das sind diese falschen Propheten aus 1 bis 3, habt sie überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Christus in uns ist stärker als der Geist des Antichristen in der Welt. Sie sind aus der Welt. Das heißt, sie entsprechen dem Grundsatz und dem Wesen der Welt, diese falschen Propheten. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt. Das heißt, nach den Grundsätzen dieser Welt. Und die Welt hört sie. Interessant ist, ich habe ja über die Gnostikerbewegung gesprochen, als eine sogenannte christliche Bewegung. Aber es gab gleichzeitig die heidnische Gnostikerbewegung. Das gab es auch. Also die haben die gleichen Begriffe, höhere Erkenntnis und Erlösung und Gott das Höchste und so, aber als Nichtchristen. Das waren quasi die weltlichen Esoteriker und dann die christlichen Esoteriker. Jetzt muss man schauen, wie das heute ist. Das ist genau parallel gegangen, zum Beispiel in den 60er Jahren gab es im christlichen Bereich die charismatische Bewegung als eine mystische Bewegung. Zweite Erfahrung, man kann mit Gott, ohne den Geist kann man direkt durch Zungenreden mit Gott kommunizieren, in einer höheren Ebene, als man das normale das kann. Und in der gleichen Zeit, 60er Jahren, ging die ganze Esoterik New Age Bewegung los. Und die haben so viel Parallelen im Denken. Heilung des Körpers und Heilung durch Glauben und so weiter und Festglauben und positiv denken und so weiter. Und er sagt, diese Christen, die für sie eine Gefahr waren, sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus der Welt. Sie haben die gleichen Konzepte dahinter. Wir, die Apostel, sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Darum ist es sehr ernst, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, da und da, das ist die Meinung von dem Apostel Paulus. Aber das hat keine Autorität für uns und Paulus war sowieso ein Frauenhasser und so weiter. Oder hat mit Frauen irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Es ist sehr ernst. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Da scheidet sich, ob wir wirklich die volle Autorität des Neuen Testaments anerkennen oder nicht. Ja, gehen wir weiter. Jetzt kommt der Levitikus-Abschnitt, überschrieben mit Opfer Jesu. Die Stichwörter sind wieder Sühnung für unsere Sünden, entsprechend dem Yom Kippur in 3. Mose 16. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Ja, und in 3. Mose 18 steht das Gebot der Liebe. Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Passt alles, ja? Mit der Sühnung, mit der Liebe. Und wichtig, Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Das heißt also nicht, er hat Jesus gesandt, der dann, als er Mensch wurde, der eingeborene Sohn Gottes wurde. Sondern er war der eingeborene Sohn schon vor seiner Menschwerdung. Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. So ist der ewige Sohn ist in die Welt gekommen, um
als Mensch das Opfer, die Sühnung für unsere Sünden zu werden. Also 11 bis 12 gehört noch zu dem vorher, klar. Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, das gehört also eigentlich noch zum Vorigen mit der Liebe. Und jetzt kommt der Nummerabschnitt, gottgemäßer Wandel. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist vollendet in uns. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Ja, dann lese ich weiter bis Vers 21. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Ich habe da einen Fehler auf dem Blatt. Also bis hier sollte eigentlich der Levitikus-Abschnitt gehen. Und jetzt mit Vers 15 bis 21 kommt der Numeri-Abschnitt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, auf dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Dass gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Also geht es wieder um den gottgemäßen Wandel entsprechend dem Gebot. Und zwar insbesondere zeigt sich dieses in der Liebe. Darum sind auch diese Wörter lieben, Liebe hier wichtige Stichwörter. Dann auch der Tag des Gerichts. Bedenken wir, wie oft das Gericht kam in 4. Mose über ein ungläubiges Volk. Furcht, fürchten kommt hier vor, aber dann auch Freimütigkeit. Ja, wir sehen in 4. Mose das Gericht über das untreue Volk in der Wüste, das gar nicht wirklich gläubig war, sondern nur äußerlich sich zu Gott bekannte. Aber im Gegensatz dazu sehen wir die Treue von Kaleb und Josua, von denen es heißt in 4. Mose 32, 12, dass sie Gott völlig nachgefolgt sind. Und jetzt kommt der Deuteronomium-Abschnitt 5, 1 bis 5, überschrieben mit Gebote halten, gleich Liebe zu Gott. Ja, jetzt haben wir gesehen, einander lieben, aber jetzt geht es um die Liebe zu Gott. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also, da kann ja jemand sagen, ich liebe Gott, aber er hasst Gläubige. Dann sagt Johannes, ist doch ganz logisch, wenn man den liebt, der geboren hat, das ist Gott, der die Wiedergeburt gegeben hat, dann liebt man automatisch auch diejenigen, die aus Gott geboren sind. Das geht nicht. Sagen nicht, ich liebe Gott, aber mit denen habe ich wirklich echt ein Hassproblem. Nein, das folgt auseinander. Das eine folgt aus dem anderen. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, das bedeutet die Liebe zu Gott. Ja, die Liebe Gottes kann bedeuten die Liebe, die von Gott kommt, oder die Liebe zu Gott. Genitivus, Objektivus, sagt man in der Grammatik. Aber hier ist es ganz klar, denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also, die Liebe zu Gott zeigt sich daran, dass man bereit ist, nach der Bibel zu leben. Und die Autorität des Wortes Gottes im Leben anerkennt.
Und dann sagt er, die Gebote sind nicht schwer. Und da haben wir wieder ein Problem. Aber Johannes zeigt, wenn wir wirklich mit dem Herrn Jesus verbunden sind und uns von ihm diese Kraft aus einem Leben, aus dem ewigen Leben heraus schenken lassen, dann ist es nicht mehr schwer, weil er die Kraft in uns ist, gottgemäß zu leben. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und jetzt kommt die letzte Serie, 5, Vers 6 bis 21. 6 bis 13, ich lese einfach durch, das ist der Genesis-Abschnitt. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Hier sind die Stichwörter, 5-mal Leben. Und das Leben, das Gott gegeben hat in der Schöpfung, ist ja betont in Kapitel 1, 2 und 3 von Genesis. Es wird gesprochen über Gott zum Lügner machen. Und genau das hat Eva. Sie hat der Schlange geglaubt, dass Gottes Verheißung eigentlich gar nicht stimmt. Du wirst sterben, wenn davon isst. Und hier wird betont, die Zeichen des Todes von Jesus Christus, Wasser und Blut. Der Herr Jesus musste in die Welt kommen als wirklicher Mensch, damit er sterben konnte. Und nur durch den Tod konnte er Menschen, die durch den Sündenfall unter den Tod gekommen sind, retten. Und darum wird hier betont, Wasser und Blut. Als ein Soldat die Seite des Herrn Jesus öffnete, kam Wasser und Blut heraus. Das heißt, die Blutsenkung war bereits eingetreten. Die schweren Teile sind gesunken und die Flüssigkeit blieb oben. Und das ist der sichere Erweis für den Tod. Kein Scheintod. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus der Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der erzeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind die Erzeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er gezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nach dem Sündenfall, 1. Mose 3, Vers 15, hat Gott angekündigt, dass der Erlöser kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und Adam hat das geglaubt. Und darum hat er seiner Frau den Namen gegeben, Eva, Leben. Er hat geglaubt an das Leben, das kommen wird, trotz dem Tod, durch den Erlöser. Jetzt kommt der Exodus-Abschnitt, Verse 14 bis 15, Gebetserhörung. Stichwörter, bitten und hören. In 2. Mose 3, Vers 7 bis 9 sagt Gott zu Mose aus dem Dornbusch, er habe das Schreien der Kinder Israel gehört und darum sei er jetzt heruntergekommen, um sie zu befreien. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Manchmal wissen wir ja nicht, was wir beten sollen. Da können wir auch beten, dass Gott uns zeigt, warum wir beten sollen. Und wenn wir dann erhört werden, so wissen wir, sehen wir, dass wir wirklich die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Jetzt kommt der Levitikus-Abschnitt. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht für diese sage ich, dass er bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Hier geht es um priesterliche Fürbitte. Im dritten Buch Mose sehen wir, wie die Priester bemüht waren, auch die Sündopfer für jemanden, der gesündigt hat, Gott darzubringen. Und sie haben teilgenommen, indem sie von den Sündopfern selber auch gegessen haben. Nun, Sünde zum Tode bedeutet, dass ein Gläubiger sündigen kann und im schlimmsten Fall kann Gott sein Leben auf der Erde früher abbrechen. 1. Korinther 11, viele haben das Abendmahl ganz unwürdig genommen und darum sind viele gestorben, sagt Paulus.
Ananias hat diesen Betrug begangen in Apostelgeschichte 5 und ist darum gestorben, und auch Sapphira. Das waren Sünden zum Tode. Das heißt, es gibt den Fall, wo jemand so sündigt, dass Gott sagt, jetzt muss ich sein Leben früher abschließen. Das hat also nichts zu tun mit dem, dass der Wiedergeborene verloren geht, aber das ist so ernst, was wir in 1. Korinther 11 haben. Paulus sagt, ihr werdet gezüchtigt, damit ihr nicht mit der Welt verurteilt werdet. Also es war die schlimmste Zucht auf Erden. Und jetzt kommt der Numeri-Abschnitt, 18 bis 19. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Also nicht fortdauernd sündigt. Sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Da haben wir wieder den Wandel durch die Wüste in einer unwirtlichen Umgebung. So gehen die Gläubigen durch die Welt, aber sie sind von Gott bewahrt. Der Deuteronomium-Abschnitt 20 und 21, überschrieben mit das Verständnis des Wahrhaftigen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Interessant, genau das finden wir. Hütet euch vor dem Götzendienst in 5. Mose 4, Vers 15, 23 und 11, Vers 16. Ein typisches Deuteronomium-Wort. Sich hüten vor den Götzen. Er hat uns ein Verständnis gegeben. Und im 5. Buch Mose heißt es, Kapitel 1, Vers 5, dass Mose begonnen hat, die Gebote auszulegen, zu erklären. Er hat dem Volk ein Verständnis gegeben. Und dieses Verständnis haben wir. Wir brauchen also nicht noch etwas stufenweise Höheres. Wir haben alles in Christus und er ist für uns alles, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und dieses Schlusswort ist einfach so ein Schockwort, ja? Kinder, hütet euch vor dem Götzen. Alles, was uns wichtiger ist als der Herr Jesus, ist Götzendienst. Und darum so angehängt, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Es ist lebendig und wirksam. Und auch jetzt dieser Johannesbrief ist so aktuell und spricht uns so direkt ins Herz. Und wir danken dir, dass wir alle diese Ermutigungen und Ermahnungen haben, die uns helfen, in dieser letzten Stunde, in der wir leben, dass wir uns da zurechtfinden. Herr Jesus, schenke du jedem von uns Gnade, wirklich ein Leben mit dir zu führen, wo wir mit der Sünde brechen und ganz auf deiner Seite stehen. Und dass wir wirklich offensichtlich zu denen gehören, die Leben aus Gott haben und auch Freudigkeit und Freimütigkeit haben, wenn du plötzlich kommst. Wir bitten dich, komm, Herr Jesus. Amen.